So, hallo zusammen. Heute mal zu einem etwas anderen Flug. Und zwar gucken wir uns heute mal das GPS-System in der Cessna 172 an. Basierend auf dem Garmin, muss gerade die Nummer gleich nachgucken, Garmin 500 ist das größere, Garmin 400 das kleinere. Die findet ihr in fast allen Flugzeugen, kleineren Flugzeugen verbaut in Flugsimulator 2020 von Microsoft, aber eben auch in anderen Simulatoren, ist eben sehr beliebt. Und wir starten das Ganze hier auf der Insel Islay, Küste Schottlands. Wenn ihr die letzten Tutorials von mir gesehen habt und vielleicht eure Hausaufgaben sogar gemacht habt aus dem letzten Tutorial, dann solltet ihr das wiedererkennen. Und ich starte hier einfach mal. Der Motor läuft, alles ist bereit zum Start, aber wir wollen eigentlich noch gar nicht starten. Denn Fokus heute sind hier das GPS-System. Einmal das obere, das größere, hier steht es auch, das GNS 530 oder Garmin 500 einfach genannt, weil Garmin der Hersteller. Und hier das kleinere GNS 430. Gleiche Funktionalität. Sehr ähnliche Funktionalität, nur eben ohne Kartenansicht. So, wir werden uns einmal angucken, welche Funktionalitäten das hier so gibt und wie wir damit einen Flugplan von A nach B. Ein kleiner Hinweis vorweg noch, das ganze Tutorial bezieht sich nur auf Simulator und andere Computerspiele. Das ist nicht anwendbar auf Flugzeuge in der echten Welt und ich habe auch nichts mit Garmin oder sonst einem GPS-Hersteller, was am Hut, von daher alles nur für Simulator-Heimbedarf gedacht. Okay, gucken wir uns einfach mal an, was wir so haben. Hier haben wir unsere Hauptansicht. Wir haben oben links die COM-Frequenzen, also für unser Funkgerät, Funkgerät 1. Mit dem zweiten können wir das Funkgerät 2 steuern. Kann ich hier umschalten, das habt ihr wahrscheinlich auch schon benutzt und gesehen. Hier haben wir links einen Drehknopf, mit dem kann ich die Frequenz verstellen. Ja, der innere Knopf dreht die Nachkommastelle, der größere die großen Zahlen. Wenn ich hier drauf drücke auf diesen Knopf, kann ich umschalten und jetzt die NAV1-Frequenz einstellen, die ich dann hier umschalten kann. Ansonsten ist noch interessant, hier unten links in der Ecke steht jetzt GPS. Das ist der Modus, mit dem wir navigieren, wenn wir unseren Autopiloten vor allen Dingen einschalten und was uns auch hier angezeigt wird in unserem Navigationsinstrument. Auf den CDI-Knopf können wir das umschalten. Wenn ich drauf drücke, GPS, dann wird es zu VLOG. Das ist dann der Navigationsmodus, den wir uns das letzte Mal angeschaut haben, mit dem wir von VOR zu VOR navigieren können. Heute ist aber GPS das Interessante. Dann haben wir so, muss ich dazu sagen, gleich schon, wir haben ein paar Buttons und ein paar Funktionalitäten, die nicht simuliert sind. Auf die gehe ich ganz am Ende nochmal kurz ein. Ich verwende hier aber bereits eine Mod für den Flugsimulator 2020, der einiges, oder die Mod, die einiges an Funktionalitäten nachliefert. Aber es ist noch nicht 100% akkurat simuliert. Je nachdem, welchen Flugsimulator ihr benutzt, habt ihr also vielleicht Funktionen, die hier nicht funktionieren. Ich werde trotzdem versuchen, alles einmal zu erwähnen. Auf der rechten Seite die Knöpfe haben wir hier unseren Zoom. Ich kann hier also rauszoomen, meine Karte. Reinzoomen. Ich habe hier eine Anzeige, die gucken und sehen wir auch gleich nochmal zum nächsten Wegpunkt. GS, Ground Speed, also meine Geschwindigkeit über dem Boden. Hier noch eine Anzeige, die mir verrät, wie weit ich vom Kurs ab bin. Also ist analog zu diesem System, beziehungsweise ist das digitale Äquivalent zu dieser Anzeige hier links. Und ETI, wie lange wir noch brauchen, bis wir am Ziel sind. Hier drüber sogar noch eine kleine Anzeige für Windgeschwindigkeit, gerade ein Knoten von vorne links. Und wir gucken uns einmal an, was ich hier für verschiedene Funktionalitäten habe. Die wichtigste, die ich am häufigsten benutze, ist hier Direct To.
Das ist dieses D mit einem Pfeil. Wenn ich da draufklicke, kann ich angeben, wo ich denn jetzt als nächstes von meiner aktuellen Position aus einfach direkt ohne Schnickschnack hin will. Und ich könnte da zum Beispiel sagen, letztes Mal haben wir diese Strecke ja auch genutzt, das ist für die Hausaufgaben. Ich möchte von meiner aktuellen Position auf Islay nach Prestwick EG K. Achso, mit dem Knopf hier unten rechts habe ich automatisch gemacht. Mit dem äußeren Knopf bewegt ihr den Cursor hier hin und her. Und mit dem kleineren, mit dem inneren, wählt ihr den Buchstaben aus. EGPK, Prestwick, das passt. Ich drücke Enter. Ja, aktivieren. Nochmal Enter. Und schon haben wir hier unsere Route. Das kann man jetzt nicht so gut sehen, weil wir gerade nach Norden gucken. Aber ich kann meine Ansicht hier umschalten. Nämlich den inneren Knopf. Das muss ich selber gerade einmal drehen. Den inneren Knopf drehe. Schalte ich als nächstes die Ansicht um zu so einer Planungsansicht. Da kann ich, die ist nach Norden orientiert, hat ein paar weniger Anzeigen, konzentriert sich mehr auf die Karte. Aber dann kann ich hier sehen, da geht's nach EK. Die anderen Ansichten komme ich gleich noch zu. Das ist also das Praktischste. Einfach Direct to was eingeben und schon führt euch das Navigationssystem dahin, wo ihr wollt. Die andere Funktion, die aber deutlich häufiger genutzt wird, ist der Flugplan, FPL hier. Wenn ihr da drauf klickt, seht ihr, wir haben jetzt hier schon einen aktiven, nämlich von User Waypoint, also von irgendeinem unbestimmten, vom System vorgegebenen, nach EGPK. Liegt in Richtung 105 Grad, ist 57,4 Meilen entfernt. Jetzt möchte ich aber ein bisschen ausführlicher meine Strecke beschreiben. Und das mache ich, indem ich, ich zeige euch das mal kurz auf der Karte. Ganz kleinen Moment. Eben NavMaps. Dann ist das noch ein bisschen übersichtlicher, was ich hier vorhabe. Hier also die, unsere Karte, das gelbe Flugzeug bin ich, hier links auf der Insel Islay. Hier in der Mitte, auf halbem Weg etwa, ist Campbelltown, der Flughafen, mit dem MacVOR, wo ihr vielleicht das letzte Mal schon mal hingeflogen seid. MacRehanish, was ich halt immer noch nicht aussprechen kann. Hier unten unser bekanntes Turnberry VOR, das wir auch schon genutzt haben im letzten Tutorial. Und hier oben der Flughafen Prestwick. Was ich jetzt also für eine Route machen möchte, ist tatsächlich das, was man, was wir vielleicht das letzte Mal uns angeguckt haben, nicht mehr klassisch per VOR zu VOR navigieren, oder NDB in dem Fall hier bei Islay, sondern per GPS, einfach die gleiche Strecke. Gehe hier also in meinen Flugplan, drücke meinen Menü-Button und navigiere dann hier mit dem inneren Rädchen zu Delete. Enter. Jawohl. Und dann fangen wir einen neuen an. Ich muss hier einmal in der Mitte drauf drücken, damit dieser Cursor erscheint. Und dann das kleine Rädchen einmal nach rechts drehen. Dann kann ich hier meinen ersten Wegpunkt eingeben. Nochmal ein Dreher nach rechts, inneres Rädchen. So, mein erster Wegpunkt ist unser Startflughafen. Nämlich EG. EG. EI. Islay. Enter. Jawohl. Dann einmal drauf gedrückt wieder. Wir sehen, der nächste Punkt ist schon gehighlightet. Dreh einmal nach rechts. Dreh nochmal nach rechts. Mit dem großen bewege ich den Cursor jetzt weiter. Unser Zielflughafen ist EG. EK. Voilà. EK. So.
Ja, sehen wir, hat sich auch der Kurs hier etwas verändert. Weil wir ein bisschen ab vom Kurs sind. Wir sind nicht auf der Ideallinie von Flughafen zu Flughafen. Wenn ich hier die Ansicht nochmal angucke. So sieht unsere Route aus, eine gerade Linie. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen sowohl das MEC als auch das, was war das jetzt, Turnberry, glaube ich, hieß es, VOR mitnehmen. Das heißt, wir müssen unseren Flugplan noch ein bisschen erweitern. Das ist übrigens jetzt schon vollkommen ausreichend. Ihr könnt jetzt einfach starten, euren Autopiloten auf NAV stellen, aufpassen, dass ihr hier den GPS-Modus anhabt, also hier den GPS-Modus anhabt, und schon fliegt ihr auf direkter, gerader Linie nach Prestwick. So, Flugplan. Um jetzt noch einen Punkt dazwischen einzufügen, gehe ich einfach. Sorry, falscher Knopf. Zurück. Gehe ich einfach den Cursor auf den letzten Wegpunkt. Und den Wegpunkt, den ihr markiert habt, wenn ihr jetzt nach rechts dreht und hier den nächsten Wegpunkt eintragt, dann wird dieser automatisch vor dem Wegpunkt eingefügt, den ihr ausgewählt hattet. Ich trage jetzt zum Beispiel hier einmal ein das TRN. BOA, das ist das Turnberry. Na, T. Das ist also das Turnberry. VOR. Und jetzt also hier unser Burberry VOR. Ihr könnt übrigens, kleiner Tipp, das erkennen, was ihr hier eintragt. Vier Buchstaben ist immer ein Flughafen. Drei Buchstaben ist ein VOR oder NDB. Fünf Buchstaben ist ein GPS-Wegpunkt. Und das könnt ihr alles nutzen für die Navigation. Wir also nehmen jetzt hier unser Turnberry-VOR, TRN ist das. Und jetzt sehe ich hier plötzlich eine Liste, weil es gibt mehrere VORs mit diesem Namen. Steht also VOR, das erste ist EG. EG ist Großbritannien, das ist der so ein internationaler Code dafür. Ich weiß nicht, was LA, OI, VT, VV ist, das sind andere Länder. In der Regel ist diese Liste immer sortiert nach Nähe. Das heißt, das nächste VOR zu euch ist oben, das zweitweit entfernste unten und so weiter. In der Regel könnt ihr also das erste nehmen. Einfach Enter. Jawohl. Und schon haben wir das in unserem Flugplan. Da sehen wir jetzt auch die Linie hier zu Turnberry und dann hoch nach Prestwick. Jetzt fügen wir noch das MEC-VOR ein. Ich gehe also auf Turnberry, weil wir wollen das davor einfügen. Und das nächste ist Mac. Mac. Auch eingefügt. Und schon haben wir unsere Route. Wenn ihr einen Wegpunkt entfernen wollt, zum Beispiel, ich möchte jetzt doch nicht das Turnberry VOR hier nehmen, dann einfach den Punkt markieren, Clear drücken. Aus irgendeinem Grund gibt es hier noch so einen Bug, dass ich das zweimal machen muss im Flugsimulator. Dann kommt, möchte ich es mit dem Wegpunkt entfernen. Jawohl. Und weg ist es. So viel also zum Flugplan. Damit könnt ihr euren Flugplan erstellen. Und falls ihr hier mal weiter scrollt, es gibt hier noch eine zweite Seite. Also der erste große Knopf dreht die Hauptmenüs durch, der kleinere die Untermenüs. Das seht ihr dann hier unten. Ich habe hier noch einen Flugplankatalog. Ist leider im FS 2020 nicht simuliert. Hier könntet ihr aber theoretisch euren Flugplan speichern. Insgesamt, wie man hier sieht, 19 Stück. Und dann jederzeit wieder laden, wenn ihr also irgendwelche Routen habt, die ihr vielleicht öfter fliegt. Dann gucken wir mal, was die anderen Knöpfe hier noch so tun. Also ich zeige euch erstmal die anderen Ansichten. Jetzt, wo wir die Grundlagen haben. Und zwar
Habe ich ja gesagt, der große dreht die Hauptmenüs, die kleine die Untermenüs. Das hier ist die Standardansicht, die habe ich euch schon gezeigt. Die nächste Ansicht ist hier so eine Kartenansicht, die also nicht so viel Informationen über uns oder unseren Kurs enthält, sondern eher so Kartenübersicht dient. Nochmal der nächste ist der sogenannte Terrain-Modus. Hier wird anhand von GPS-Daten geguckt und eurer tatsächlichen Höhe geguckt, ob ihr Gefahr lauft, gegen Gelände zu fliegen. Rot heißt, ja, ihr seid zu niedrig. Gelb heißt, könnte passen. Grün heißt, macht euch keine Sorgen. Und blau ist Meer. Tiefer geht nicht. Zumindest in vielen Teilen der Welt nicht. Ja, da ich jetzt hier auf dem Boden bin, ist um mich herum erstmal alles natürlich rot. Und dann haben wir auf der letzten Seite hier noch so eine Information, die uns zum diesem Fall angibt, welche Funkfrequenz wir einstellen können. Ich bin mir leider nicht sicher, ob das jetzt die Tower-Frequenz oder ATIS oder was das genau ist, weil ich das in der Regel auch nicht benutze. Die Frequenzen, die hier stehen, passen vielleicht innerhalb vom Flugsimulator 2020 zusammen. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, dass die auch zum Beispiel mit VATSIM oder anderen Multiplayer-ATC-Systemen kompatibel sind. Das also die Navigationsansichten. Das nächste, was wir haben, ist WPT, Waypoint. Und hier haben wir ganz viele Informationsseiten. APT, Airport. Ja, unser Airport EGPK ist zum Beispiel das Ziel. Ich könnte hier aber auch hingehen und einen anderen eingeben, zum Beispiel EG, was haben wir gesagt? PI. Islay zum Beispiel. Könnt ihr also sehen, wie heißt das Ding tatsächlich? Wo befindet es sich? Wie hoch ist es über Meeresspiegel? Und Informationen über den Luftraum. Gibt es ein Radar? Und welche Möglichkeiten zur Landung gibt es hier? Hier gibt es zum Beispiel ein RNAV-Approach, also ein auf GPS basierendes Anflugsystem. Welche verschiedenen Approaches es gibt, ist nochmal so ein Thema für ein anderes Tutorial. Und auch Lufträume reden wir nochmal drüber. Nur für euch, dass ihr das schon mal gesehen habt. Und wenn ich jetzt hier wieder EEG PEK eintrage für Prestwick. Dann sehen wir hier, es gibt nicht nur einen RNAV, sondern auch einen ILS-Approach und der Flughafen liegt ein bisschen höher. Nächste Seite, immer noch Airport. Hier sehen wir eine grafische Darstellung des Flughafens. Es gibt eine Landebahn, die 30 bzw. 12. Die ist 9.794 Fuß lang, 1.135 Fuß breit. Bin nicht sicher, was hier noch an Anzeigen wäre, aber hier haben wir auch eine Karte. Das heißt, wenn zum Beispiel der Tower plötzlich zu euch sagt, ihr sollt von Landebahn 3.0 ein Left-Hand-Pattern Downwind joinen, dann könnt ihr hier kurz gucken, ah ja, 3.0 ist von hier kommend. Das heißt, Left-Hand-Pattern wäre hier, Downwind wäre also irgendwie hier so. Dann haben wir hier noch eine Seite mit Funkfrequenzen, die für Prestwick wichtig sind. Dazu teilweise auch hier ILS-Frequenzen, also fürs Landesystem. Würde ich auch wieder mit Vorsicht genießen. Bin ich mir nicht sicher, wie akkurat die sind. Und ich finde es auch tatsächlich etwas schwierig. Ich weiß nicht, inwiefern sich diese vier Prestwicks hier unterscheiden. Das kann ich euch leider nicht sagen. Vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp. Hinterlasst mir einen Kommentar. Ansonsten haben wir hier dann die nächste Seite. Da haben wir unseren Anflug. Und ich kann hier also gucken, welche Anflüge gibt es. Gibt hier einen ILS-Approach zum Beispiel zu Landebahn 1-2. Ich kann aber gucken, es gibt hier noch viele andere. Es gibt zum Beispiel auch einen NDB-Approach für Landebahn 2.1. Der sieht dann so aus. Auch hier die Navigationsdaten sind so ein bisschen holperig, sage ich mal. Ja, also warum es hier zum Beispiel zwei PIK-Transitionen gibt, die sich nicht unterscheiden, bleibt ein Geheimnis des Flugsimulators. Sollte natürlich in echt nicht so sein.
Kann auch nochmal kurz zurückgehen, vielleicht habe ich das auch nicht gezeigt. Hier bei den Landebahnen könnt ihr auch hier angucken. Ach, jetzt habe ich mich verdreht. Sorry. Manchmal auch schwierig, hier den richtigen Knopf zu treffen. E. G. E. K. Und hier kann ich auch sehen, wenn ich den kleinen Knopf drehe, gibt noch eine 21 und 03 Variante. Die sieht dann so aus. Die ist tatsächlich nur 6000 Fuß lang, dafür 143 Fuß. Sorry. So, wir haben also Approach gesehen. Das ist so der letzte bis der Anflug auf die Landebahn. Es gibt auch Arrivals. Das sind also Anflüge in der Regel eher für größere Maschinen gedacht, um zum Flughafen hinzukommen von einer Luftstraße aus. Deswegen, wenn ihr hier seht, das sind auch 150 Meilen an sich. Also diese Strecke hier sind bestimmt um die 150 Meilen. Ist für so was wie eine Cessna eher uninteressant, weil das wird euch keiner zwingen, da lang zu fliegen. Höchstens mal teilweise. Nächste Seite, Departure, ist das Gegenstück dazu. Wenn ihr also mit einer größeren Maschine starten würdet, dann führt euch das zur nächsten Luftstraße. Gucken wir uns aber auch nochmal ein Tutorial an. Für euch nur zur Info. Approaches, Departures, Arrivals, ist hier alles vorhanden. Dann hätten wir hier noch eine Ansicht zu Intersections. Das heißt, wenn ihr hier einen GPS-Wegpunkt eintragt, dann könntet ihr auch hier sehen Informationen zu diesem Wegpunkt. Das gleiche für ein NDB. Wenn ich hier also unser bekanntes EIK, ist das für Prestwick zum Beispiel. EIK. Ja, dann sehen wir, ja, ist in der EG-Region, das ist die Position und vor allen Dingen, das ist die Frequenz. Ist also auch so eine Art kleine Datenbank, die ihr nutzen könnt. Und hier das gleiche für VOR. Ja, wenn ich hier unser Beispiel das Mac VOR einstelle, stelle ich erstmal gar nichts ein, weil kurze Unterbrechung sozusagen der Flugsimulator. Manchmal, wenn ich hier rumscrolle, nach Wegpunkten suche, bleibt es einfach hängen. In der Regel fängt es sich aber nach einer kurzen Zeit wieder. Zum Glück bin ich da perfekt vorbereitet und kann das Ganze charmant überbrücken. Einfach durch meine unglaublich überragende, beziehungsweise nicht überragende, aber schon großartige Persönlichkeit, die, ja, eigentlich egal was ich sage, die Zuhörer verzaubert. Das ist zumindest das Feedback, was ich hier aus meiner Community regelmäßig zurückbekomme. Daher ich da auch gar nichts mehr so viel sagen. Sind wir schon wieder da? Nein, es hängt immer noch alles. Ah, da sind wir wieder. So. Das MacVR habe ich gesagt. Richtung. Es hilft übrigens sehr, wenn man das Alphabet beherrscht, dann findet man hier auch viel schneller Sachen, weil sie alphabetisch geordnet sind. Ah, hier zum Beispiel MacVOR sagt uns auch die Frequenz, die Position. Das also dieses Untermenü. Das erste war NAV, das zweite alles mögliche zu Wegpunkten. Das dritte, NRST, Nearest. Hier sehe ich zum Beispiel, was ist denn der nächste Flughafen von uns aus? EGPI, jawohl, da sind wir. 0,2 Meilen entfernt, ja. EGIS, EGDA, EGEV, EY. Voilà, da wollte ich noch nicht hin. Sondern hier weiter scrollen.
Die EC, hier sieht man zum Beispiel auch die Tower-Frequenz, also die Funkfrequenz angegeben. Und irgendwo hier müsste dann mal langsam EGPK auftauchen. Da, EGPK. Wird hier also auch angezeigt, dass es ziemlich weit weg in der Liste der nächsten Flughäfen, da haben wir ganz schön viel dazwischen. Aber immerhin taucht es hier auf. Ansonsten haben wir hier auch die nächsten Intersections, also GPS-Wegpunkte, die ihr auch nutzen könnt. Nächste sind die NDBs. Das nächste hier in der Nähe ist Ley. Ansonsten haben wir hier noch noch für die Insel Islay. Das habt ihr vielleicht sogar schon benutzt, hier auch mit der Frequenz 395. Und wenn ich zum Beispiel zu PIK, das ist Prestwick, hinwollen würde, Frequenz 355. Das gleiche haben wir auch für VORs. Hier also unser Mac-VOR, hier unser Turnberry-VOR. Ich weiß nicht genau, wo TER ist. Liegt anscheinend in einer anderen Richtung, ist mir noch nicht aufgefallen. Und letzte Seite, Informationen zum Airspace, also welchen Luftraum wir uns befinden und was hier so in der Nähe ist. Komme ich nochmal zu, Lufträume kann man nutzen, finde ich persönlich zu unübersichtlich hier, die Anzeige. Und die letzte Seite, die ich hier, wenn ich den großen drehe, Com-Setup, hier kann man noch einstellen, wie weit die Funkkanäle auseinander sind. Habe ich noch nie benutzt. Ich glaube, das funktioniert auch so. Interessante Funktion hier vor allen Dingen ist, wenn ich, mal angenommen, wenn ich in meinen Flugplan gehe zurück, Menü, den nochmal lösche. Und dann hier Nearest gehe und einfach Nearest Airport Cursor an EGPK. Dann kann ich hier einfach durch den Direct-to-Button jetzt sagen, ich möchte direkt zu EGPK. Da ist mein Cursor. Oder direkt nach Hall, wo auch immer das ist. Nur doch mal, wo ist es denn? In welche Richtung? Ich mache hier diesen Modus finden ein bisschen schwierig. Naja, nördlich von uns. Ja, das ist also das Praktische mit diesem Direct-To in Kombination mit Nearest. Hilft einem auch ganz gerne mal, die letzten paar Meter zu fliegen. Kommen wir zu den Sachen, die hier nur so halb simuliert sind. Oder auch gar nicht. Am meisten funktioniert noch hier unser Procedures-Button. Ich mach mal kurz einen direkt. Da wollte ich nicht hin. Ich möchte direkt nach Prestwick, weil da gibt es tatsächlich Approaches. Manchmal hier die Buttons in der richtigen Reihenfolge drücken. Also, Nearest, EGPK, Direct, jawohl, Enter. Also, ich bin jetzt direkt auf dem Weg nach Prestwick und jetzt gibt es hier Procedures. Und wenn wir drauf sehen, kann man hier sehen, hier kann ich also ein Approach, ein Arrival oder ein Departure angeben. Also, ich könnte hier also zum Beispiel sagen, Approach, möchte ILS Landebahn Nummer 12 über die. Über das NDB Pike, PIK Transition. Was das genau bedeutet, wie gesagt, kommt nochmal in einem anderen Tutorial für euch nur als Info. Ich kann hier auf verschiedenste Art und Weise konfigurieren, wie ich die letzten Meter zur Landebahn erreiche. Kann ich das hier auch eingeben? Zum Beispiel, gibt zum Beispiel auch einen Anflug von Turnberry aus. Und dann habe ich hier zwei Optionen: Laden. Oder aktivieren. Laden, ja, sagt der Name schon, lädt das Ganze bei euch in den Flugplan. Seht also, wir haben hier unsere Route und dann unseren Approach ein bisschen getrennt. Wenn ich auf den Flugplan schaue. Hoppala, falscher Regler, da.
Hier sieht man es nicht so gut. Ich kann es im Flugsimulator 2020, indem ihr V drückt, die NAV-Karte aufmachen. Hier müsste die Route auch angezeigt werden. Funktioniert auch gut, ist auch eine gute Anzeige. Aber sie startet, wie man hier sieht, bei Turnberry und geht dann dort entlang bis EGPK. Das Ganze funktioniert ein bisschen besser, wenn hier ein ganzer Flugplan vorhanden ist. Es gibt dann noch weiter den Activate Approach Button. Sobald ihr den drückt, sobald ihr sagt Activate Approach, wird der restliche Flugplan ignoriert. Und es geht direkt zum Anfang eures Approaches und es entlang des Approaches zur Landebahn. Wie gesagt, nochmal ein Thema für sich, nur damit ihr wisst, was ihr auch schon mal gesehen habt. Arrival war die Geschichte mit für große Flugzeuge, wie komme ich zum Flughafen von der Luftstraße aus. Hier kann ich also zum Beispiel auch ein Arrival als Teil meines Flugplans hinzufügen. Genauso auch beim Abfliegen die Departure. Ist alles tatsächlich eher, also außer Approach, das ist vielleicht noch ganz nützlich, aber Arrival und Departure werdet ihr in der Cessna höchstwahrscheinlich nicht fliegen müssen. Gucken wir uns trotzdem an in einem späteren Tutorial. Das ist also die Procedures-Seite. Dann lösche ich nochmal kurz hier meinen Flugplan, damit das gleich nicht unübersichtlich wird. Ich sage hier nochmal... Jetzt funktioniert mein Cursor gerade nicht. Ja. Aha. Lasst euch davon irritieren, das ist Flugsimulator. Manchmal muss man hier ein bisschen rumfummeln. Dieses GPS ist tatsächlich leider nicht so nützlich, wie es sein könnte. Aber vielleicht habt ihr ja einen Simulator, bei dem das besser funktioniert. Die Funktionen, wie gesagt, sollten gleich sein. Ich möchte also von Islay nach den Knopf gedreht. EG PK nach Prestwick. Nach Prestwick. So. Habt ihr das kurz hier vielleicht schon gesehen? Hier ist so ein gelbes Message aufgeleuchtet. Wenn ihr den Message-Button drückt, seht ihr diese Nachrichten. Das sind typischerweise Nachrichten, sowas wie, Achtung, ihr kommt gleich in den Luftraum, den ihr nicht sein solltet oder für den ihr eine Freigabe braucht. Oder Achtung, ihr kommt gleich beim nächsten Wegpunkt an. Solche Dinge. Ist leider hier im Flugsimulator 2020 gar nicht oder nur teilweise simuliert. Genauso hier habt ihr noch einen VNAV-Button für vertikale Navigation. Was ihr hier einstellen könnt, wäre zum Beispiel, dass ihr sagt, ich möchte auf 2000 Fuß sein. Und zwar 5 Meilen vor meinem Wegpunkt. Gut, hier habe ich jetzt nur 2 in meinem Flugplan. Aber sagen wir mal bevor wir bei Prestwick ankommen. Ja, ich möchte also bevor 5 Meilen vor Prestwick bei 2000 Fuß ankommen. Und ich möchte steigen mit, nicht allzu viel, 500 Fuß pro Minute. Wenn ihr das so eingebt, dann würde der Autopilot berechnen, beziehungsweise das GPS-System berechnen, an welcher Stelle im Flugplan, also welcher Stelle entlang dieser unserer Linie von hier von EGPI, also von Islay nach Prestwick, an welcher Stelle muss ich denn jetzt anfangen, mit 500 Fuß pro Minute zu steigen, um bei, was habe ich gesagt, 2000 Fuß vor 2000 Fuß Höhe, 5 Meilen vor Prestwick anzukommen. Also hier ist irgendwie Prestwick, 5 Meilen davor wäre, weiß ich nicht, hier zum Beispiel, nur hier, und 2000 Fuß, wenn ich an der Stelle auf 1000 Fuß bin, heißt, ich müsste hier anfangen zu steigen mit 500 Fuß pro Minute. Das würde so funktionieren, das ist dann nicht, dass der Autopilot automatisch dem Ganzen folgt, sondern ihr würdet eine Nachricht bekommen, die sagt, Achtung, in 5 Minuten musst du steigen und dann noch eine Nachricht, Achtung, jetzt steigen. Leider nicht implementiert, noch nicht implementiert im Flugsimulator 2020. Genauso wie dieser Button hier, OBS. OBS
Verwandelt euren nächsten Wegpunkt. Moment. Aber ändert sich. Doch implementiert. Nein. Doch. Wir probieren es einfach mal aus. Theoretisch wäre das so. Ich gebe hier nochmal ein VOR mit an. Füge hier nochmal das Mac VOR mit ein. So. Jetzt kann es sein, jetzt entlang meines Flugplanes fliege ich ja entlang dieser Linie. Ich zeige es euch mal hier ein bisschen größer, dann sieht man es ein bisschen besser. Ich folge jetzt also dieser Linie hier zum Mac VOR und von da aus geht es dann weiter direkt nach Prestwick. Das heißt, ich komme von Nordwesten aus an dieses VOR heran. Jetzt kann es Situationen geben, gerade wenn ihr daran denkt, vielleicht kurz vorm Ziel oder falls hier eine Insel im Weg ist, die ihr nicht überfliegen könnt oder ähnliches, dass ihr gar nicht von dieser Richtung hier kommen wollt, sondern das VOR, in dem Fall, ich sag mal, von Süden anfliegen wollen würdet. Das heißt, dass ihr also einen Kurs planen würdet, der hier so ein bisschen nach Süden geht und dann hoch von Süden aus an den VOR und dann weiter zum Kurs. Das macht der OBS-Modus. Wenn ihr den einschaltet, weiß gerade nicht, das sieht normal aus, das ist dann wahrscheinlich der OBS-Modus. Dann könnt ihr hier mit eurem Navigationsinstrument hier, mit eurem HSI einstellen, aus welcher Richtung ihr oder in welche Richtung ihr zum VOR hinfliegen wollen würdet. Ich glaube, das ist hier nicht simuliert. Nein, das blinkt nur blau-weiß. Aber theoretisch könnte ich dann hier einstellen, wenn ich also von Süden kommend zum Mac VOR will, müsste ich das auf Norden stellen. Und das GPS würde euch dann eine Route berechnen, wie ihr von Süden aus dahin kommt. Das heißt, es macht aus einem beliebigen nächsten Wegpunkt eine Art VOR. Oder angenommen, ich möchte sagen von Osten oder nach Osten liegend. Das heißt, ich komme von Westen, würde der Kurs entsprechend hier einen Knick machen und dann so sicherstellen, dass ich von Westen komme. Das also theoretisch der OBS-Modus. Und damit haben wir auch schon die Hauptfunktionalitäten hier abgedeckt. Ihr habt in dieser Cessna noch ein kleineres 430er Garmin darunter. Das ist aber beides quasi das gleiche System. Also ich habe nicht zwei getrennte GPS-Systeme, sondern wenn ihr hier gucke, hier gibt es auch einen Flugplan-Button. Das ist der gleiche Flugplan wie hier oben. Und wenn ich hier einen Wegpunkt rauslösche, wird auch der oben rausgelöscht. Ist also quasi nur ein zweiter Screen, den ihr nutzen könnt. Kann ganz praktisch sein, falls ihr hier euch irgendwie euren Kurs anzeigen lassen wollt und unten dann dafür in der Zwischenzeit was anderes sucht. Spielt einfach mal ein bisschen mit rum, wie ihr es braucht, ob es euch hilft. Zoomstufe kann ich hier nicht verändern. Generell würde ich euch vorschlagen, macht euch einfach mal einen Flugplan. Fliegt los und probiert unterwegs aus, was es so gibt an Knöpfen und was sie so tun. So richtig kaputt könnt ihr eigentlich nichts machen. Ja. Und damit sind wir auch eigentlich schon durch. Das sind die GPS-Systeme in der Cessna 172 hier im Flugsimulator. Damit es nicht nur trockenes Gerede war, gebe ich hier einmal kurz Gas. Und wir starten einfach einmal in Islay. Voilà. So, 60. Ich habe die Trimmung wieder mal völlig vergessen. 80 Knoten, auf geht's. Steigen auf 500 Fuß. Oh, ich sehe gerade, auf unserem GPS ist eine Nachricht aufgetaucht. Und zwar, es sagt mir, ich soll auf Kurs 131 Grad gehen. Machen wir das doch einfach mal. 131 ist die andere Richtung.
Oder soll ich diesen Kurs auf 131 Grad? Gibt. Das wäre nicht so sinnvoll. So, 131 haben wir gleich erreicht. Und ihr seht, hier schlägt jetzt die Nadel aus, ähnlich wie wir es aus der Navigation mit VOR kennen. Der Kurs befindet sich also links von uns, auf dem wir eigentlich fliegen wollen. Ich drehe also noch ein bisschen weiter. Und jetzt wandert hier die Nadel gleich in die Mitte. Ich kann das Ganze natürlich auch, wie gesagt, mit dem Autopiloten machen lassen. Ich schalte ihn mal an. Und drücke dann auf den Navigationsmodus und gleichzeitig möchte ich die Höhe halten. Und zwar so 2000 Fuß ist ganz gut. Da können wir mal hinsteigen. Und schon brauchen wir quasi nichts weiter mehr tun. Wir können uns gemütlich zurücklehnen, bis wir in Prestwick ankommen. Der Autopilot dreht jetzt langsam nach rechts, damit sich hier die Nadel zentriert, wir also genau auf Kurs sind. Und steigt für mich weiter auf 2000 Fuß. Gut, so viel also dazu. Ich zeige euch nochmal kurz, dass ihr das gleiche auch für andere GPS anwenden könnt. Und zwar kann ich hier im Flugsimulator, ich nehme einfach wieder Prestwick und ich kann hier auch einfach mal eine andere Maschine, zum Beispiel die Cessna 208, ja, also auch aus der Cessna-Familie. Nur etwas größer, Turbopop-Maschine. Und da werdet ihr sehen, die hat ein Glas-Cockpit, keine klassischen Anzeigen. Hat da aber auch ein Garmin-GPS-System drin. Und zwar das nächstgrößere, modernere, das Garmin. Gerade eben hatten wir in der Cessna das Garmin 4 bzw. 500. Die Cessna hier, die 200. Das 208 habe ich, glaube ich, gesagt. Die hat das Garmin 1000 drin. Und das sieht nämlich so aus. Ihr habt ja also hier unser Cockpit, wo ihr hier oben die Frequenzen habt. Und hier eine Kartenansicht standardmäßig, die auch schon mal ein bisschen hübscher ist als beim anderen. Wo ich auch raus und reinzoomen kann. Aber die Knöpfe, die wir beim einen hatten, findet ihr hier wieder. Hier ist mein Direktbutton und ich kann hier mit dem gleichen Prinzip zum Beispiel eingeben, dass ich nach EG. EK möchte. Prestwick. Enter. Roll. Aktivieren. Und da sehen wir unsere Route. Ja, also gleiches Prinzip. Ihr habt ja auch einen Flugplan, den ihr dann bearbeiten könnt. Ihr habt Procedures, die ihr auswählen könnt. Was hatten wir noch für Funktionen? Ihr könnt hier auch euch die Informationen zu Wegpunkten anzeigen lassen. Ihr könnt hier die Frequenz einstellen und ihr habt hier auch eine Liste mit Nearest, was ist der nächste Flughafen.
Und der nächste nach EGPI, wo wir uns befinden, wäre so EGIS. Da zoomt die Karte sogar freundlicherweise für uns auch direkt hin. Ich möchte da direkt hin. Wohl. Und dann wäre das da. Ihr seht also, das Ganze, die gleiche Funktionalität wie in der Cessna 172, nur ein bisschen optisch schöner. Und damit habt ihr, glaube ich, auch alle Navigationssysteme, die aktuell im Flugsimulator 2020 sind, abgedeckt. Und könnt fröhlich durch die Gegend navigieren. Müsst also nicht mehr auf die alten BORs, NDBs setzen, sondern könnt mit dem GPS arbeiten. Ihr könnt ja mal versuchen, als Hausaufgabe sozusagen, ob ihr das hinbekommt, die Route, die ihr bei dem VOR-Hausaufgabe geflogen seid, also von Prestwick nach Islay, über das Turnberry VOR, über das Mac VOR, über das Islay NDB, ja, also anstatt über die Funkmasten, Funknavigation zu nutzen, einfach mal das GPS zu nutzen und die gleiche Strecke zu fliegen. Vielleicht ja auch in der anderen Richtung von Islay zurück. Oder ihr sucht euch einfach mal eine eigene kleine Route aus. Ihr habt ja hier auch mit der Anzeige der nächsten Flughäfen und Wegpunkte könnt ihr euch ja auch einfach was zusammenbasteln. Vielleicht einen kleinen Rundkurs. Ansonsten, ich verlinke nochmal in die Videobeschreibung die von mir genutzten Mods für FS20. Oh, danke. Für FS2020. Also eine Mod für das Garmin G1000 und eine Mod für das Garmin 400 bzw. 500. Kann ich nur empfehlen, macht nochmal einiges mehr an Funktionalitäten hinzu, fügt das nochmal einiges hinzu. Ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen geholfen, dieses doch etwas trockene, theoretische Thema hier. Nicht so viel Flug-Action diesmal. Aber das gibt's dafür dann beim nächsten Mal. Jetzt will ich nicht zu viel versprechen. Gibt's das beim nächsten Mal wieder? Ich habe gerade meine Tutorial-Liste nicht vor Augen. Ja, Moment, ich guck mal kurz, was ich mir aufgeschrieben habe. Was will ich denn das nächste Mal so zeigen? Genau, GPS haben wir durch. Das nächste wäre, dass ich euch mal zeige, wo ich meine Karten herbeziehe, zeige, welches Programm ich dafür nutze. Oh, dass ihr also auch mal, ohne im Flugsimulator zu sein, schon mal euch einen Plan so ein bisschen machen könnt, wo ihr langfliegen wollt, welche Flughäfen es gibt. Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob es noch dieses Wochenende was wird. Sonst aber bestimmt spätestens nächste Woche. Ich verabschiede mich damit von euch und viel Spaß beim GPSen.